Wem Limbo abstrakt oder wirr erscheint, der hat vermutlich die deutlichen Hinweise der Künstler übersehen. Ich möchte heute zusammen mit euch einen Blick auf die wichtigsten Botschaften in Limbo werfen, die eine überraschende Tiefe und Vielschichtigkeit aufweisen. Einfache Geister werden auf die Wendung in Limbo verweisen, was ausdrückt, dass etwas in der Schwebe ist. Das bezieht sich natürlich auf Limbus, den äußersten Kreis der Hölle, umgangssprachlich Vorhölle. Dass es dort einen Bereich spezifisch für Kinder gibt, die ungetauft starben, noch ehe sie eine Sünde auf sich laden konnten und denen das Himmelreich verwehrt bleibt, ist womöglich passend, aber zu trivial. Hier muss es mehr geben als eine solch offensichtliche Auslegung dieses Werkes. Ich bin M und heute ergründen wir die Tiefen von Limbo. Die nachfolgende kunstwissenschaftliche Analyse ist keineswegs erschöpfend und erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit. Die Güte der Analyse wird sicher durch meine eigenen zutiefst subjektiven Sichten und Herangehensweisen gemindert und kann die Schaffenshöhe einer Cold Mirror nicht erreichen, geschweige denn ersetzen. Ich habe keine Ausbildung für kunstwissenschaftliche Analysen erfahren und ich bin nicht Cold Mirror. Zu Risiken und Hintergedanken abonnieren Sie Ihren Kanal oder schauen Sie in die Liste professioneller Analysen über den Link in der Packungsbeilage. Wenn wir größer werden und unser trautes Heim verlassen, sind wir irgendwann einmal auf uns selbst gestellt. Wir wissen, wie wir uns in der Welt bewegen können, doch ohne die schützenden und helfenden Hände werden wir schnell eine erste Niederlage erfahren. Es kann sein, dass wir das Problem zwar erkennen, es aber trotz seiner scheinbaren Schlichtheit nicht im ersten oder zweiten Versuch zu überwinden ist. Auf das Erklimmen eines Gipfels erfolgt üblicherweise ein Abstieg. Dies ist zu erwarten und nichts inhärent Negatives. Es bedeutet sicher nicht, dass wir automatisch auf schlimmere Probleme stoßen werden. Dennoch sollten wir uns insbesondere in ruhigen Phasen auf kommende Stürme vorbereiten. Wir vermögen vielleicht nicht, die kommenden Unwägbarkeiten vollumfänglich zu antizipieren, doch unsere mentalen Vorbereitungen erlauben es uns, von ihnen nicht völlig aus dem Tritt gebracht zu werden. Auf unserem Weg werden wir gelegentlich anderen begegnen, denen auf ihrer Reise kein Erfolg beschert war. Doch ihr Scheitern kann uns Hinweise liefern, wie wir ein Problem nicht angehen sollten, und sie können uns so überhaupt erst ein Vorankommen ermöglichen. Die Welt ist nicht immer ungerecht. Manchmal gibt sie uns subtile Hinweise zur Bewältigung von Hindernissen und es fühlt sich so an, als wären all die Hindernisse wie für uns gemacht, um an ihnen zu wachsen. Als wäre unser Weg vorherbestimmt. Als wolle eine höhere Macht sehen, wie wir uns unseren Problemen und Ängsten stellen, um schlussendlich zu obsiegen. Dennoch wird uns nichts geschenkt werden. Rückschläge werden uns immer wieder erwarten. Doch wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wenn uns das Leben Steine in den Weg legt, können wir versuchen, sie für unsere Zwecke dienstbar zu machen. Durch die Betrachtung von Problemen als Gelegenheiten bleiben wir positiv und haben größere Chancen auf einen Erfolg. Manchmal glauben wir es geschafft zu haben, nur um dann wieder zurückgeworfen zu werden. Doch letztlich werden wir es wahrscheinlich schaffen, unsere Probleme in den Griff zu bekommen. Wenn wir nur nicht aufgeben und die Strapazen als Chance begreifen, um an ihnen zu wachsen. Es mag vorkommen, dass Spuren an uns zurückbleiben, doch wenn wir tapfer voranschreiten, werden auch sie dereinst verschwinden. Wenn man durch das Leben gezeichnet ist, kann es passieren, dass man übervorsichtig oder gar abweisend wird. Die eigenen Ängste führen zu Abweisung, Isolation und Hass. In jedem Fall stehen sie aber dem Erreichen unserer Ziele öfter im Weg, als sie uns helfen. Manchmal führt diese negative, abweisende Haltung sogar zu einer aggressiven Aversion gegenüber anderen, die für das Gegenüber sehr verletzend sein kann. Doch auch die Welt als solche kann mit so mancher Überraschung aufwarten, selbst wenn wir glauben, uns gut in ihr zurechtzufinden. Solche Momente erfordern, dass wir sie mangels weiterführenden Wissens erst einmal hinnehmen müssen. Vielleicht sind diese Arten von Ereignissen auch nicht dafür gemacht, von uns verstanden zu werden, sondern von anderen Menschen, die andere Wege gehen und anderes Wissen erlangen. Doch die Welt ist nicht nur eine Ansammlung unbelebter Gegenstände. In ihr gibt es auch andere Menschen. Diese Gesellschaft übt beständig Druck aus, auch wenn er nicht immer augenfällig ist. Selbst wenn wir glauben, in ihr sicher navigieren zu können, wird uns so manch unfreiwilliger Fehltritt widerfahren. Doch auch wenn die Konsequenzen erdrückend sind, so wissen wir nun mehr über die Mechaniken dieser sozialen Welt und können uns anpassen. In der nächsten unbehaglichen Situation können wir dann vielleicht sogar erahnen, wie wir sie besser lösen können. Doch unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Der Umgang mit anderen kann sich manchmal ungerecht und schmerzhaft anfühlen. Doch ein Scheitern an abweisenden, feindlich gesinnten Menschen ist nicht notwendig. Oft genug gibt es einen Weg, um solche Konflikte nachhaltig zu lösen. Manche Probleme kommen weitaus überraschender als andere und erweisen sich mit ein wenig Pech als zermürbende Geduldsproben. Doch wenn wir bei solcherlei Prüfungen Kleinen beigeben, werden wir nicht das Ziel erreichen, von dem wir geträumt haben oder das für uns vorherbestimmt ist.
Es steht zu erwarten, dass vor einer immensen Belohnung auch eine immense Strapaze steht. Doch mit den Tricks und der Umsicht, die wir im Laufe des Lebens erlernten, sollte das meiste für uns dennoch schaffbar sein. Der Lohn für all unsere Strapazen kann letztlich ein erfülltes Leben sein, an dessen Gipfel uns womöglich sogar die Liebe als ultimatives Ziel erwartet. Ein Ziel, das zu erreichen jede Mühe wert sein sollte, in einer kalten und sonst trostlosen, feindlich gesonnenen Welt. Obgleich von dem Haus, das wir bauen und dem Leben, das wir führen, nur Ruinen und ein Mal für die Fliegen verbleiben. Doch all unser Ringen kann uns stärken und uns Ecken der Welt erreichen lassen, von denen wir zuvor nicht einmal wussten. Versteckte Mechaniken, die neue Wege und neue Möglichkeiten eröffnen, aber uns auch neue Gelegenheiten zum Scheitern bieten. Wir treffen in unserem Leben immer wieder auf unerwartete Probleme, die schier unüberwindbar scheinen. Doch wenn wir nicht aufgeben, können wir sie auch bewältigen. Und sei es mit ein wenig Hilfe von unseren Mitmenschen. Auf diese Weise wird unsere Welt nach und nach größer und es gibt mehr zu entdecken und zu erreichen. Letztlich führt aber alles zum gleichen Ziel und wir können uns nur aussuchen, auf welche Weise wir bis zum unvermeidlichen Ende leiden möchten. Schöne Aussichten soweit. Vielleicht ist es das, was die Künstler uns damit sagen wollen. Oder aber sie sind überkreative Sadisten, die zu oft am Kleber geschnüffelt haben und im mentalen Verfall begriffen sind. Was glaubt ihr? Schreibt doch eure Meinung mal in die Kommentare. Und verfasst das bitte anders als ich in weniger als 1200 Wörtern. Echt mal, über 3 Seiten Manuskript für ein paar flache Witze. Jetzt hätte ich Langeweile. Bis zum nächsten Mal, euer M.